Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horse Reality. Wir fangen mal bei der Riding School an und wie ihr seht, wir können jetzt mittlerweile Pick Hoofs auf Full Dough machen. Ich habe die 250 Klicks voll. Ich bin sehr stolz auf mich. Denn ist das ein oder andere Fohlen noch zur Welt gekommen. Das ist ein ganz aktuelles. So, dann machen wir einen Check bei hier den Mädels und ich befürchte, auch er wird kein Predicate after the clinical check. Tja, schade, schade, schade. Was bekommen wir hier? Leckermäulchen bekommt ein Hengst und Never Too Late bekommt... Quatsch. Andersrum. Leckermäulchen bekommt eine Stute. Und Never Too Late bekommt ein Hengst. So rum. Jetzt haben wir es aber. Okay. Finanziell sind wir mittlerweile auf einem guten Weg. Da könnte ich dann nochmal was einzahlen nachher. Das ist jetzt aber nicht so tragisch. Neue Fohlen haben wir bekommen. Die stelle ich euch auch mal kurz vor. Ja, das ist das aktuellste von Salty. Sie hat ein Hengstfohlen zur Welt gebracht und ja, das wird oder ist dann auch ein Nachkomme von Carino, der übrigens immer noch lebt, wie ihr seht, da steht kein Deceased hinter. Der wird bald 27 und ja, also solange wie er noch bei uns ist, kann er ja, ne, freuen wir uns ja drauf. Okay, Carino Salty, total toller Name, ich weiß, Salty Caramel und ist ein Achaltekiner Hengst. Dann machen wir mal eben Endurance hat er. Erstmal bekommt er dieses, nein, dein Sohnemann bekommt das. So, dann haben wir Endurance hier. Salty Caramel. Ja, ist schön, dass das heute so schnell geht alles. Was wollte ich euch erzählen? Es ist eigentlich ja nichts Neues. Wann ist der 31.? Am Donnerstag. Am Donnerstag kommt das Breeding Cap und die Fohlenweiden raus. Das ist dann das Update, worüber wir schon jetzt doch etliche Male geredet haben. Breeding Cap, als kleines Beispiel, wenn du 50 Boxen hast und 50 Pferde, dann ist alles okay. Habt da 50 Boxen, 51 Pferde, ist nichts mehr okay, weil ihr könnt keine Pferde kaufen, ihr könnt nicht züchten. Alle Fohlen gehen dann automatisch auf die Fohlenweide. Ich glaube automatisch oder sie kommen automatisch zurück. Die Fohlen bleiben so lange auf der Weide, bis sie 3 Jahre alt sind. Es sei denn, ihr habt natürlich wieder vorher Platz und dann könnt ihr sie halt wieder runternehmen. Und das wird dann ab Donnerstag passieren. Ja, entweder gebt ihr eure Pferde, die ihr überhaupt ins Retirement oder ihr versucht sie bis dahin noch zu verkaufen oder ja, man ist dann halt ein bisschen eingeschränkt in seinen Sachen, die man machen kann, wenn man keine freien Boxen mehr hat. Weil wenn man nicht mehr züchten kann und keine Pferde mehr kaufen kann und vielleicht nicht wirklich gut Pferde verkauft, dann bleibt eigentlich nur noch das Retirement, wenn man irgendwie noch weitermachen will. Das ist halt ein bisschen schade. Ich meine, dieses Spiel existiert ja irgendwie aus dem Züchten oder vom Züchten. Wenn man dann allerdings nicht mehr züchten kann, ja, da muss man halt warten, bis alles groß ist, bis man was verkauft hat, Retirement geben. Aber wenn man nur gute Pferde hat, möchte man die natürlich auch nicht ins Retirement geben, weil du bekommst ja auch nichts dafür. Ich meine, das Pferd ist weg.
bekommst, wenn du bekommst halt nichts. Wenn man wenigstens 500 Horse Reality Credits bekommen würde, dass man das Pferd halt ins Retirement gibt, das wäre dann wenigstens noch ein bisschen, ein klein bisschen Entschädigung irgendwie, ne? Aber ja. Was soll ich dazu sagen? So, okay, dann gucken wir mal. Der kleine Mann hat einmal exzellent. Ich befürchte Schlimmes. Ja, ich hab's mir gedacht. Er hat auch nur zweimal. Ach, das ist so schade. Er ist so ein Toller, ist er. Aber mit dem Average habe ich gerechnet schon wieder. Das ist halt, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich da kein Glück. Das ist ja bei meinen Eulenburgern genauso. Da habe ich mich auch zu entschlossen, wirklich noch die Stuten zu lassen, die kein Average drin haben, weil ich komme sonst echt auf keinen grünen Zweig. Also, ich finde die Eulenburger toll, aber ja, er hat einen Doppelcream. Davon bin ich einfach mal ausgegangen, dass er dies hat. Cream doppelt. Ja, das war's eigentlich, ne? Jo. 662 könnte auch noch ein bisschen mehr sein, aber kann ich mitleben. Ist okay. Er ist auf jeden Fall ein hübscher Kerl und ja, ich weiß zwar nicht, warum er ein Average hat. Er schließt sich mir manchmal noch nicht so ganz, weil auch seine Großeltern mütterlicherseits. Da ist kein Average drin. Bei den beiden weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Dann haben wir bekommen Caramello. Das ist auch ein toller Name, ich weiß. den werden wir auch mal eben versorgen, falls es geht, damit wir die Folies gleich nochmal. Ups, nein, das wollte ich nicht. Die Folies gleich nochmal in die Konfis geben können. Kein Average, bin ich sehr glücklich drüber. GP müssen wir mal gucken. Ist bei 7,24. Auf jeden Fall ein ganz toller. Und ja, der bleibt auf jeden Fall erstmal bei uns. Dann haben wir noch bekommen Chica. Ihr werdet gleich was erleben, Leute. Sie hat vier Very Goods. Ich bin super, super zufrieden. Allerdings hat sie nur 685er GP als Knappschlupper. Das ist. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist nicht gut. So. Noch dazu gekommen ist Chico. Haha, Chica und Chico. Ja, ich weiß, ich bin abgegangen, ja, mit den Namen. ja, leider nur ein Very Good, 11 Good und ist aber vom GP über 700. Ja, ne, also läuft. Gut. Gehen wir gleich mal ins Konfi rein, ins Konfi, wie auch immer. Jo. Ja. Der kleine Mann, der schimmelt aus, hat drei Very Good, kein Average. Ich bin hochzufrieden. Also, ich bin echt sehr zufrieden. Freue mich tierisch. Dann haben wir noch bekommen Dove Feather. Ja. Sie hat natürlich ein Average drin, klar. Sie ist ja auch eine Stute, da muss man ja auch ein Average haben. Ja, sie geht auf jeden Fall weg, weil ich möchte dieses für mich verhasste Average endlich rausbekommen. Ich will einfach nicht mehr. Das ist auch, die Mama hat leider auch ein Average und ja, gut, das bleibt dann halt nicht aus, ne? Obwohl sie halt 5 will, aber naja, gut. Man kann es halt nicht ändern. So, den hier haben wir hier noch Pine Yard. Ja, ich weiß meine Namen. Die sind echt super. Hat leider nur zwei Very Good. Ja. 539er GP wird also definitiv auch verkauft. Dann haben wir noch bekommen Honey Badger. Ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass jemand hier zuguckt, der Formel 1 schaut. Aber wenn jemand dabei ist, der Formel 1 schaut, dann wisst ihr, wen ich meine mit Honey Badger. So, ja, ich gucke Formel 1. Es ist unglaublich, aber es ist tatsächlich wahr.
Ja, leider, leider hat er nur ein Very Good. Ich bin super, 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 super traurig, aber ich hätte mir bei den Eltern ein bisschen mehr erhofft. Also er hat auch nur ein 547er GP. Ja, warum da nur ein Very Good bei rausgekommen ist, ist mir noch nicht so ganz. Tja, keine Ahnung. Ist komisch, aber naja, gut. Manchmal ist das halt eben so. So, okay. Dann habe ich euch das gezeigt, was so neu zur Welt gekommen ist. Ja, wie gesagt, ne? Carino lebt noch. Das ist alles super. Salty wollte ich dann nochmal neu decken. Da können wir eigentlich auch mal wieder hier mal so reinschauen. Hier war ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Ich habe bis jetzt immer mit meinen eigenen Hengsten. Ich war hier schon also bestimmt 3 Wochen nicht mehr drin. Wir schauen einfach mal und vergleichen mal die Hengste. Ja, der ist auch nicht schlecht. Der ist auch ziemlich hübsch, muss ich sagen. Ist das ein Rabicano? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist das echt ein Rabicano? Okay. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Gut, vielleicht sieht das bei den Achaltekinern halt ein bisschen anders aus. Das kann natürlich sein. Ich möchte das nicht hier. Ja, ja gut. Warte, den gucke ich mir mal an. Okay, gut. Bin ich gerade etwas sprachlos. Tassen. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch ein bisschen. Ist auch egal jetzt. So, auf jeden Fall, er ist trotzdem ja nicht schlecht. Hoffe ich mal, denke ich mal, ne? Ja, das ist. Ja gut, das ist jetzt nicht so. Okay, er ist weg. Alles klar. Hatte ich gesagt, der ist gut? Ja, ne? Nee, also mit so viel Averages, sorry, da kann ich echt nichts anfangen. Der ist auf jeden Fall, der hat 8 Mal Very Good. Der ist richtig gut und der ist gar nicht mal teuer. Der ist gar nicht mal teuer. Ist halt eine Rappe, ne? Ist halt eine Rappe. Cream, da habe ich aber momentan ehrlich gesagt auch genug von Cream. Hätten 702er. 698. Oh, 702er. Ach, die haben beide 702, ne? Okay. 5 Very Good. 8 Very Good. Ist auch recht billig eigentlich. Ja. Nehmen wir mal Salty. Doppelt Cream. Ja. 666er GP. Leute, wir decken einfach mal mit diesem hübschen Hengst. So, okay, dann haben wir das. Ich wollte auch, dass die Folge jetzt nicht allzu lang wird. Stormy Blizzard ist auch erwachsen geworden. Er hat 4 Very Good, 8 Good und so weiter und so fort. Ist ein Fuchs. 550 GP. Damit kann General Lee eigentlich gehen. Der hat nur 542. Und ja, den stelle ich jetzt mal zum Verkauf. Wir machen den eben hier noch so ein bisschen fertig. Los, na komm. Also heute ist irgendwie alles. Das nehme ich natürlich runter, das ist klar. So, komm, dann können wir den mal eben auch trainieren noch ein bisschen. So, dann würde ich sagen, also heute ist echt der Wurm drin. Wir haben heute,
Wir machen, jetzt muss ich mal eben überlegen. Heute ist Montag. Zwei. Ich mache den mal für 4 Tage rein und stell den zum direkt rauskaufen rein für 6.000. Also wenn ihr den haben möchtet, der steht für 6.000 zum Rauskaufen bereit. So, dann General Lee müssten wir dann noch mal in die Verkaufsecke packen. So, und Stormy Blizzard, den werden wir jetzt als Deckhengst einstellen. Er hat auch schon Star Predicate, das ist ziemlich gut, das können wir mal eben machen. Mein Rechner ärgert mich momentan. So, jetzt aber. Okay, der hat ein Star Predicate bekommen. Können wir mal eben gucken. Ja, 4 zweite Plätze hat er auch. Und ja, das sieht nicht schlecht aus. So, den stelle ich rein für. Ich bin ja auch nicht unverschämt. 2000, 50, 5 und 5. So, damit ist der auch als Deckhengst jetzt zu gebrauchen. Ja, das war's eigentlich schon. Bei den anderen werde ich noch mal gucken. So, bei den Scheiern, ja, wie gesagt, die beiden werden nicht mehr gedeckt. Ja, und das war's eigentlich. Ansonsten ist hier nicht viel passiert. Hier stehen noch viele Pferde, da muss ich noch gucken. Leider hat sich niemand gemeldet. Ja, für ein Pferdchen. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ich werde meine Pferde für ein Horse Reality Credit, ja, in Anführungszeichen verschenken. Wer sich unter dem Video meldet, also dem letzten Video mit seinen HR-Namen und mit dem Wunsch, Pferdchen, dem würde ich das Pferdchen dann für einen HRC reinstellen. Leider hat sich niemand gemeldet, ist aber nicht schlimm. Ich werde diese Pferdchen jetzt noch einmal einstellen. Sollte ich sie jetzt immer noch nicht verkaufen, gehen sie halt leider ins Retirement. Es ist zwar sehr schade, aber ja, was will man machen, ne? Okay, Lieben, dann würde ich sagen, das war's für heute. Die Folge ist eh schon wieder elendig lang. Und ja. Das war's gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr das Video sehen solltet, werdet. Lasst dem Video doch gerne einen Kommentar da, ein Like, nebenbei vielleicht noch ein Abo und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst, ihr Lieben. Okay, macht's gut. Ciao, ciao.